Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass Sophie von Richard beinahe totgeschossen worden ist und beinahe erblindet. Und jetzt suchen wir ein Heilmittel für sie. Und dafür müssen wir nach Fodra. Aber vorher müssen wir nach Saplesol. Und danach müssen wir zum Wissensarchiv von den Amazianern. Und mir ist gerade, während ich die Aufnahme schon begonnen habe, aufgefallen, dass wir nach Saplesol einfach mit dem Transport gehen können. Und das hätte ich vielleicht auch offscreen machen können, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich doof bin. Bäh! Aber jetzt sind wir in Saplesol. Hi. Und hier gibt's auch Anfragen, hoffentlich. Ah, Schweinskarree. Hier voll gewütetes Bild. Okay. Originell Blumenfußkette und Grundbrecher. Okay. Dann gucken wir mal. Was haben wir noch nicht? Ja, Vitalität. Vitale. Hat sie immer noch nicht. Hat immer noch nicht. Okay, geht schon. So, weiter. Wir haben keine Zeit. Warte mal. Hier kannst du also Dings Gemüseset herstellen, ne? Egal. Hatten wir nicht. Okay, dann gehen wir mal. Ich bin in Subleaser. Was willst du denn eigentlich? Was willst du? Hä? Probleme? So. Da haben wir etwas getriggert. Mr. Da ist er doch. Ah, excellent. You've returned from your Fendel excursion. We came here as soon as we could. Mr. President, we have a personal letter for you from Chancellor Eigen. Dem Präsidenten von Strata. I see. So King Richard is involved with the incident at World's Eye. I'm sorry, Mr. President. We weren't strong enough to stop him. Don't apologize. This matter goes far beyond mere strength of arms. It's time for the people of this world to come together and face their common enemy. And it seems Chancellor Eigen feels the same. We had a second reason for coming to Sable Isolde, sir. We are searching for the lost archive of the Amarcians. Man bemerke das kranke Mädchen hier bei uns. Yes, sir. The overseer said we would find it here. We thought it might be located in the research tower. And this archive contains information that will help in our struggle against King Richard. We believe so, sir. We discovered ruins in the deepest part of the tower that appear to be of a Marcian origin. However, they are protected by a series of complex security mechanisms, so we have been unable to examine them closely. Pascal. Security mechanisms, huh? I might be able to jigger them open, but I won't know until I try. Mr. President, will you allow us to investigate these ruins? Yes, of course. The tower is yours. However, as this is a matter of state security, I must insist that we accompany you. Is this acceptable? Nein. Of course, Mr. President. Ich meine, ja. Okay. Dann muss ich mal das hier noch einsacken. Hallo, Rita. Und geschärfte Wahrnehmung. Captain. Please, don't worry. The fault is mine. But how did you know it was me who bumped into you? Your body is rugged. I knew right away. Can you recognize everyone that way? Yes, except everyone is different. But I know when they're around by their scent, their voice, and the sound of their footsteps. Oh, awesome. How do you know it's me, Sophie? Perhaps when you're around, Sophie feels an instinctual urge to run away. Oh, that's totally not true. No, of course not. You're always very warm to everyone, Pascal. So even when you're far away, I know it's you. Sophie! Pascal? Well, it's a good thing Sophie can't see you now. Shut up, Captain! Genau, sei ruhig, Captain Melly. Ja, darauf werde ich noch herumreiten. Das ganze Let's Play. Alles klar, dann hier. Das sieht doch auffällig aus. Ich stelle mir gerade vor so 10 Leute auf so einen Aufzug. Was es ja eigentlich ist. Alles klar, dann gucken wir mal. Das sieht doch schon aus wie amazianische Herkunft. Jupp, irgendwie schon.
So this is the Amarcian's other archive, huh? It looks just like the machines we saw earlier. In that case, I should be able to whack this into shape in a jiffy. Wie auch immer diese Labyrinth-Displays funktionieren, wir werden es nie verstehen, außer wir sind Amarcianer. Astounding. It's amazing that a device so old still functions. And that a single girl could so easily crack the security which had confounded our brightest scientists. Okay, let's see. Fodra. Fodra. Das ist wohl Google 8.9 mittlerweile. Oder damals. Oh, yeah, that's gonna be a problem. What is it? Well, I found a route to Fodra, but I'm not sure it'll work. Also, first, ah, verdammt, I need to find this flying shuttle that's designed to travel through the aquasphere. But apparently it can't just ploop on through on its own. It seems like there's another piece to the puzzle. Hold on, what's the aquasphere? It's this giant, like, membrane of water in the sky that covers our entire world. Are you saying there's an ocean in the sky? Wie kann man eigentlich in so einer Welt leben, ohne sowas zu wissen? Als würden wir auf diese Welt leben und nicht wissen, dass es ein Weltall gibt. Like the ancient Amarcians were planning on just busting open a hole for the shuttle to pass through. They were working on a method that involved firing rays of intense heat at the aquasphere right before the shuttle would have launched. In theory, the rays would have burned a hole in the barrier and allowed the shuttle to break through. Aha. Das klingt sehr gefährlich. Hmm. So flying straight up won't work. What if we came in at an angle instead? Oh, yeah, yeah, yeah. We can just use centrifugal force to increase the shuttle's natural thrust. Okay. It will totally work. I mean, I'm mostly positive it will totally work. Pretty much. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. It's worth a shot. Besides, we're used to beating the odds by now. Okay. So first, we need to check the shuttle and see if it can still fly. Where is it exactly? Right next to your hometown. Isn't that weird? Apparently, there's an entrance in the seaside cavern in Northern Mont. Perfect. Let's make for the seaside cavern at once. Right. If we return to port, we can hire a ship that will take us to Mont. That'll be the fastest way to reach the cavern. Did you hear that, Sophie? You're going to be okay. Thank you, Asbel. Just hang in there. Okay, dann wissen wir ja, wo wir lang müssen. Ich dachte eigentlich, das wird noch viel länger dauern. Ich weiß auch schon, wie es weitergeht, mein Gott, aber ich habe jetzt nicht mehr so diesen Teil des Spiels im Kopf. Ich dachte, das wird noch viel länger dauern, bis wir da ankommen würden. So, noch ein starker Knochen, geil. Also gut, dann zurück zu so dieser Höhle, wo wir gegen dieses Schleimmonster gekämpft haben. Bevor wir Wendel angegriffen haben, noch ganz früher, was für mich schon ungefähr ein Jahr her ist. Also, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand daran erinnern wird. Sir, we just received an urgent message from Ol Ray. The fleet we sent to investigate World's Eye is under attack. Who would be attacking us now? Windor? No, sir. Apparently it's a group of monsters based on the island itself. What? What's the current status of the fleet? They've sustained heavy damage, sir, and we're forced to retreat back to the harbor. Oh, ich glaube, das dauert doch noch ein bisschen länger. I'd like to hear their story for myself. We should get back to Ol Ray as well. Ol Ray. Ach nee, ist er da, wo wir herkommen. Wie zart ist doch die Jugend. Is it possible these monsters from World's Eye are somehow connected to Richard? It's not an unreasonable assumption. But finding a cure for Sophie comes first. Definitely. So, what do you know about this seaside cavern we're headed to? When we used the cavern to infiltrate the Fendolian camp a while back, we had to swim through a lot of flooded areas. Oh yeah? Then I guess our clothes are gonna get wet. Yeah, when Sherry went through the first time,
To be so young that mere memories make you blush. Captain, don't make fun of us. Okay, irgendwie wird auf Cherry ja nur rumgehackt in der letzten Zeit. Okay, dann hier ist der Total Express, oder? Gehen wir so schnell wie möglich nach Allrail. Allrail. Oh yeah. Sind wieder neue Dinger reingekommen. Das passiert schnell, seht ihr? Das geht schnell. So, Curry bräuchte ich. Wieso habe ich kein Curry? Das mal Schock, okay. Was nehmen wir denn noch jetzt hier? Was ist denn noch nicht so? Muss nicht ausreichen. Weiß nicht. Was können wir noch ausrüsten jetzt? Gehen wir mal so geordnet. Nee. Hey, da ist noch einer. Mondlichtkreis, Präzision und so weiter und so fort. Einfach irgendwas erstmal. Ja. Auch wenn du jetzt gerade todkrank bist, du musst trainiert werden, so viel. Da wirst du nicht drum herum kommen. Aber wir können ja Gemüseset kaufen. Machen wir doch eigentlich herstellen hier bei dem Typen. Der zockt uns ja dann voll ab. Hallo? Ja, eigentlich lohnt sich Turtles Laden abzocken. So, dann gucken wir mal, ob hier noch neue Quests sind. Also Anfragen. Können wir die auch noch mitnehmen? Perfekt. Stahlscheide. Ja, wenn ich gerade eine gehärtete Stahlscheide bekommen. Ist kein Quest. Skip, meine ich. So, nächste Rubin-Inferno. Das ist die dritte Mystik-Art, aber brauchen wir jetzt noch nicht. Also kriegen wir ihn jetzt schon. Oh, Hallöchen. Feintaumelzeit, ausweichen. Jo, mal das. Oder das. Machen wir mal physischer Angriff, hallo? So, perfekt, geht schon. Okay, weiter, immer weiter. Ich habe noch nie so sehr die Story angeknüpft wie jetzt. Ja gut. Theoretisch könnten wir jetzt die Quests machen, aber nein. Ich glaube, da ist sowieso nichts verpassbar in diesem Spiel. Und ich glaube, alles, was verpassbar ist, ist nicht einzigartig. Also, wir können gegenständemäßig oder titelmäßig nichts verpassen, glaube ich. Yes, sir. The moment we approached, they just came pouring out of that huge cocoon thing. We tried to stand and fight, but we were terribly outnumbered. To stay would have meant the loss of the fleet, and so the order was given to fall back. Feiglinge. The monsters continue to spread across the seas. We've had numerous reports of attacks on civilian vessels. We should restrict sea travel at once. Perhaps this is part of King Richard's plan, and he thinks to conquer the world with a fantastic army of monsters. No, this can't be. Attend to the wounded and get me estimates on the damage. Then gather every man who can wield iron and get them on ships. We must not let these monsters reach land. Sir, yes, sir. It seems sailing to Launt is out of the question. This isn't good. We don't have time to spare. Not to worry. I'll see that one of our ships gets you to your destination. Thank you, Mr. President. Come see me when you're ready to leave. Ja, wir sind bereit. Oh, da können wir keine unbeschwerte Rückkehr nach Strata garantieren. Also sicher, dass ihr bereit seid. Ja. Nach Strata? Was? Wir wollen doch nach Lohand. Ach ja, wir kommen. Ah ja, von hier kommen wir ja nach Dingens. Was? Des Himmels andere Seite. Hang in there, Sophie. I'm okay. Hey, do you really think this Fodra place could exist on the other side of the sky? It certainly does sound like a fool's errand. And yet it's an errand we have no choice but to undertake. The ancient Amarcians totally knew this day would come. That's why they left a method for us to reach Fodra. Yes, when you say that, it almost feels possible. Like it's our destiny. Yeah, I agree. All we can do at this point is just believe in ourselves and move forward. We can't afford to sit around and do nothing. So just hang in there, Sophie. I know you'll be okay.
Ja, gut Voraussetze. So, jetzt könnten wir eigentlich auch hier nochmal zum Gasthaus gehen. Das wäre dann Velanik. Ja, genau, ich gebe so ein Kristall. Der eine will auch ein Kristall, habe ich gerade gesehen. Mann, so gehe ich. Ich glaube, ich muss zu Fuß gehen, oder? Kann ich auch mit Dings hingehen? Den Turtles Transport und Bruchstein. Oh, ganz nicht. Oh, dann brauche ich ja nicht nach Velanik gehen. Dann gehen wir doch gleich nach Land. So heißt meine Heimat, ja. Es geht. Okay. Na. Können wir noch in diesen Part schaffen. Hey, was haben wir denn da? Und Pfirsiche. Haben wir welche? Okay. So, was bist du denn? Die Viecher kennen wir nicht, ne? Denn jetzt sind einige mehr Monster auf den Welten hier aufgetaucht. Monster sind jetzt alle ein bisschen stärker geworden wegen denen. So, haben wir jetzt im Einkampf gesehen wieder in den letzten Part. Phantomimpuls und Hinreis nach Paragon. Okay. Wo ist es? Zeichen für unsere ja, eine richtig geile Fähigkeiten. Ja, du komm her. Müssen wir eigentlich noch irgendwie ein bisschen nach Blauen shoppen. Ja. Vielleicht mal die Art, wo ich schon Meistertitel habe. Auf meinen Kreis knüpfen. Ja, mein Gott, immer viele Erfahrungspunkte legen. Oh, Hallöchen. Physische Verteidigung, ja, nehmen wir mal. Tun wir noch mit diesem Part ein bisschen organisieren, ja. Reiseangriff, aber 2000. Ja, 2000 klingt gut, oder? Was ist hier? Ja, okay, 2000 klingt gut. Warte mal, da war einer. Da war einer! Da war noch nichts, glaube ich. Dann habe ich mir da. Oder? Ne, da, hier, mein Gott. Ha! So. Ja. Jung. Wow, what the fuck? So, jo. Kommst du her? Okay, gut. Und der hat fast gar keinen Schaden bekommen. Wie geht das? That would have been perfect if you hadn't botched to finish. Flattery will get you nowhere. You insufferable woman. Hängen auch ganz schön viele FP, sehe ich gerade. Ist gut. Weiß nicht. Gut Widerstand. Warte mal, Verteidigung brauche ich. Verteidigung nicht. Okay, Angriff ist auch gut, aber Verteidigung. Nimm mal das hier. Feintreffen KP plus so und so viel. Weil ich offscreen wieder ein bisschen trainieren werde. Mal sehen, Gegner. Okay, der Part wird wieder über 20 Minuten. Okay, die Viecher hier sind voll leicht zu erledigen, ne? Aber die hier nicht. Aua. Warte mal. Mein Gott. Nova fliegend und Lähmung. Mein Gott, direkt drei Schwachpunkte. Egal. Immer schön hiermit angreifen. Direkt drei Schwachpunkte. Gibt's doch nicht. Ja. Ich bitte nicht noch mehr so viele Gegner. Mal langsam. Ich habe mich absichtlich mal ignoriert, aber dich mache ich jetzt platt. Dann steuere ich überhaupt wieder S-Ball. Ich kann da mal jemand anderen wieder steuern. Und du bist gelähmt, das tut mir aber leid. Schön Spam den Plasma-Shop. Dididio.
Warte mal, du bist auffliegen. Ja. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören hier. Ich habe wieder so Pech, dass das Geschehnisse im, dass die Geschehnisse im Kampf wieder lauter sind als meine engelsgleiche Stimme. Also ich tu mal jetzt mal ignorieren. Ich möchte jetzt hier hin. Ich sagen, wir sind ja direkt voller und dann beende ich mal hier den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace 7. Wie es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Part von Tales of Grace 7. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Part von Tales of Grace 7. Tschüss.